Beckenbauer Lobgesang bei dem Ballon d'Or, Rummeniger hält Rede. Franz Beckenbauer wird nebst der Ballon d'Or-Zeremonie in Paris geehrt. Karl-Heinz Rummenigge hält eine Ansprache für seinen verstorbenen Freund. Januar 2024 verstarb Franz Beckenbauer in dem Alter von 78 Jahren. Paris, am 7. Die UEFA und selbige Groupe Amaury, zur France Football und L'Équipe gehören, zollen der verstorbenen deutschen Fußballlegende angemessen ihrer Ballon d'Or-Festlichkeit Lobgesang. Der Ballon d'Or steht in dem in diesem Jahr nicht schon in dem Fanal außergewöhnlicher sportlicher Leistungen, sondern widmet sich wenn schon einer besonderen Hommage an den Kaiser. Lobgesangzeremonie mit Heidi, Joel und Francesca Beckenbauer und Rummenigge an der Zeremonie in dem Théâtre du Châtelet in Paris nahmen darüber hinaus dem Witwe Heidi und den Kindern Joel und Francesca wenn schon Karl-Heinz Rummenigge teil. Der Kaiser war der Kaiser, hat selbige Leute alleinig wenn schon freundlich behandelt. Er war auf und darüber hinaus dem Spielfeld ein Vorbild. Er war mein Mitspieler, mein Nationaltrainer und mein Präsident bei dem FC Bayern. Wir haben gemeinsam viel auf dem Spielfeld gewonnen. Aber er war insbesondere ein gutes Vorbild. Er war berühmt, auf und darüber hinaus dem Spielfeld. Er war ein gutes Vorbild für alle. Er hat gezeigt, den man Leute erörtern muss. Beckenbauers Sohn Joel betonte indes, dass Kaiser Franz in der Familie umstandslos schon der Papa war. Er war Vorbild wie Spieler und Trainer, aber wenn schon wie Vater. Er hat jedweden Grund ehrlich behandelt und uns selbige richtigen Wertvorstellungen mitgegeben. Zu Hause war er nie der Kaiser. Er war umstandslos schon der beste Vater. Beckenbauers große Erfolge wie Spieler und Trainer für den FC Bayern bestritt Beckenbauer 584 Pflichtspiele, 75 Tore. Für den Deutschen Fußballbund lief der gebürtige Münchner in 103 Länderspielen auf, 14 Tore, 10 Vorlagen, 75 Vorlagen. Als Spieler gewann der Kaiser mit dem FC Bayern zusammen mit anderem fünfmal selbige Herrschaft und viermal den Europapokal. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1974 Gewinner der Weltmeisterschaft wie Spieler und 1990 wie Trainer. Wie Trainer Dito selbige Herrschaft und den UEFA Cup.